Jo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Pokémon Platin Together. Und das letzte Mal hatten wir den Kilian am Kraterberg rausgelassen. Glaube ich, zumindest, dass wir ihn dort rausgelassen haben. Anscheinend ist er jetzt noch irgendwo anders hingelaufen oder sonst irgendwas. Weil, wie wir sehen, bin ich gerade am Anfang des... Oder obwohl er scheint doch schon ein gutes Stück weitergelaufen zu sein. Vielleicht ist der Kraterberg auch einfach größer, als ich es in Erinnerung habe. Auf jeden Fall sind wir jetzt im Kraterberg drinnen. Und das Erste, was wir machen, ist, weil wir den Zertrümmerer brauchen. Je nachdem, wo er versteckt sein möge. Zertrümmerer hier. Geben wir diesen auch direkt an eines unserer Pokémon weiter, und zwar den guten Wupan. Und dafür hauen wir jetzt erst einmal so, okay, mir ist nämlich gerade eine Nachricht aufgepoppt. So, jetzt sollte das aber geklärt sein. Auf jeden Fall machen wir jetzt den Feuersturm weg. Und ja, genau. Den können wir nämlich sehr einfach wieder erlernen. Dafür müssten wir, glaube ich, einfach nur zu diesem einen Attackenerlerner hinfahren. Jetzt ist natürlich die Frage, ob ich mich da durchkämpfen soll. Ich bezweifle es nämlich. Vom Level her sind wir auch ziemlich gut vorne dran. Das heißt, wir brauchen die Erfahrung von den wilden Pokémon zumindest mal nicht mehr. Es kann natürlich auch sein, dass wir einfach keine Top-Schutz oder keinen Schutz mehr besitzen. Top-Schutz und Super-Schutz, also es wird knapp. Ich glaube, die werden wir hier jetzt auch alle aufbrauchen. So, und dann machen wir gerade mal hier. Wir haben bestimmt noch genug Beleber in der Tasche. Es kann natürlich sein, dass wir die gar nicht erst brauchen und er deswegen auch gar nicht erst unsere Pokémon generiert hat. Regeneriert hat, so. So, da können wir den Felsen können wir schieben, da oben können wir auch schieben. Das hier ist ein gut altbekannter Trick. So, ich weiß jetzt nicht, ob die verschoben bleiben. Jetzt gehen wir auf jeden Fall unten erstmal das Item holen. Da haben wir ein Fluchtseil, brauchen wir natürlich nicht. So, was erwartet uns im Kraterberg? Ich gehe mal davon aus, dass wir irgendwo ein legendäres Pokémon finden können. So, da oben, das scheint mir aber sehr richtig zu sein, also. Oder auch nicht, ich weiß gar nicht. Vielleicht sind wir auch doch hier gar nicht richtig, also sind wir richtig, dadurch, dass wir nicht den richtigen Weg zuerst gehen wollen. Da oben wird wahrscheinlich auch ein Item versteckt sein. Oh, nee, okay. So. Da darf man jetzt nicht weiterschieben, weil sonst kommt man das Item nicht mehr ran. Und eine Top-Genesung. So. Aber wie wir sehen, sind wir da oben richtig. Das heißt, wir gehen doch erstmal unten lang. Das heißt, wir dürfen gleich noch einen Schutz benutzen. Ich steige einfach mal von dem Fahrrad ab. Je nachdem, wo das geht. Wo habe ich denn hingesetzt? Ja. Hier nicht. Hier nicht. Okay. Da geht der Beutel auf. Ah, hier, okay. So. Weil dann kann ich besser den Charakter kontrollieren. So. Da könnte man eine Abkürzung holen. Ich glaube, die Abkürzung ist aber hier oben kürzer. Zack. Das war nämlich gar keine Abkürzung, es war der richtige Weg. Es gab gar keine Abkürzung. So, da sind wir im Kahlberg. Oh. Hey Lucius, warte mal. Wie läuft's denn so? Was, Team Galactic ist hier? Hab verstanden. Bilden wir ein Team. Zusammen sind wir stärker.
Du wirst es nicht bereuen. Ich sorge dafür, dass deine Pokémon gesund bleiben. Okay, dann hat sich das ja geklärt. Warum wir, oder warum der Kilian ausnahmsweise mal nicht unsere Pokémon geheilt hat. Da ist die Frage, wo gehen wir als erstes lang? Das ist doch schon ziemlich groß hier. Und der Schutz verbraucht sich auch ziemlich schnell. So, das heißt, wir gehen jetzt einfach mal hier oben lang. Zack. Da könnten wir mit Kraxler unten an das Item rankommen. Ja, der Kraterberg ist auf jeden Fall ziemlich groß. Ach, wir können da gar nicht runter, okay. Das heißt, wir müssen irgendwann hier wieder nochmal rein, um an die Items ranzukommen. Da oben ist ein Item versteckt, das ist doch ziemlich klar. Natürlich könnten wir jetzt... warum kann ich... Das ist gar kein Felsen zum Zertrümmern, okay. Dann gehen wir hier unten lang. So. Radikal und ein Kindwurm. Radikal wird. Okay, der hat unsere Pokémon nicht geheilt. Muss ich dann den dafür anreden oder ist das immer nach einem Kampf? Funkensprung, Ladenschuss, Stärke, Knirscher. Knirscher sollte eigentlich ganz gut gehen gegen. Ah komm, wir machen es einfach so. Ja genau, es hat keine Wirkung auf Lepum, Mentas und die anderen zwei kriegen doch schon ganz schön Schaden ab. Radikal wird bis nicht besiegt, okay. Das wundert mich, weil Lepumentas wird auf jeden Fall immer alles mit einem One-Hit besiegen. Nachdem ich es zumindest mal mit einem Donnerblitz, mit einem Ladenstoß angegriffen habe. Okay, das war's für uns dann, Chris. Ne? Er überlebt, okay. Dann tauschen wir. Natürlich sind unsere Feuer-Pokémon schon kaputt, macht aber nichts. Was natürlich sehr praktisch ist, dass wir trotzdem alle Erfahrungen bekommen. Samenbombe, okay, die haben wir immer noch drin. Eigentlich sollte aber Kreuzschere ganz gut gegen Vibrava sein, wenn ich mich nicht irre. War jetzt nicht schwach, aber besonders stark war es jetzt auch nicht. Ah, okay, es war vollkommen in Ordnung, was der Schaden angeht. So, dann machen wir nochmal die. Ah, machen wir. Nein, wir haben nichts, was alle trifft. Machen wir halt nochmal die Kreuzschere, aber diesmal auf Dengulist, weil. Ich habe gedacht, unser Kollege schickt ein Pokémon in den Kampf. Na, ist ja egal. Tengulist ist auf jeden Fall besiegt.
So. Jetzt frage ich mich, warum der kein Pokémon reinschickt. Oder irgendwas blockiert, oder ich verstehe es gerade nicht so ganz. Machen wir jetzt erstmal wie Brava noch platt. Dann sollte es nur noch 1 gegen 1 sein. Machen wir Schaufler. Das bringt nichts, scheiße. Versuchen wir es mit der Samenbombe gleich mal, sobald es angreifbar ist. Okay, da hat nichts getroffen. Wieder auf dem Sandsturm getroffen. Okay, ist nicht sehr effektiv. Dann machen wir halt wie gehabt mit der Quadschere weiter. Ach, Fliegen ist jetzt eigentlich, ich hab gedacht, der Sprung, ist jetzt Sprungfeder oder so ein. Wundere mich schon, warum da Fliegen steht. So, dann hätten wir, wären wir davon besiegt. Wir könnten mit Chris versuchen, einen Donnerschock als erstes raus, also einen Ladungsstoß als erstes rauszubekommen. Wir sollten nämlich das Trift Zeppeli als platt machen, genau. So. Ja, das interessiert mich. Ich will nur wissen, ob der meine Pokémon geheilt hat. Gut, hat er. Gehen wir hier weiter. Schutz wirkt auch nicht mehr. So, dann gehen wir kurz den Top-Belieber einsammeln. Oder müssen wir irgendwie da runter? Da geht es nämlich nicht lang. Da oben geht es wahrscheinlich auch nicht lang. So, jetzt ist die Frage, wie soll ich denn dann überhaupt weitergehen? Weil das war ja nichts zum Zertrümmern, oder? Nee. So, ich weiß zwar, wo das Ende ist, aber weiß natürlich jetzt nicht, wie ich da hinkomme. So. Da oben geht es ja auch nicht mehr weiter dann. Können wir eigentlich hier hoch? Oder wir können erstmal kurz da auch runterlaufen. So, das sind zwei, da gehen wir weiter. Aber vorher mache ich mal ganz kurz einen Cut. Wir machen gleich weiter. Ich muss nur gerade was überprüfen. So, da bin ich wieder. Dann können wir gerade weitermachen. Hab nur, warum geht's jetzt nicht? Jetzt geht's. Jetzt wirkt der Schutz natürlich nicht mehr. Haben wir nur noch einen. So, egal, ich will jetzt, bevor ich da unten laufe, will ich erstmal gucken, was das ist. Da gibt's ein Item. Aber eigentlich will ich die Gegner ja trotzdem besiegen. Machen wir das auch. So. Da können wir eigentlich mit der alten Taktik weitermachen. Chris benutzt Funksprung oder Ladungsstoß, trifft alle drei und Lepum Mentas wird nicht getroffen. Das wäre doch schon mal ein Plan, den wir ausführen. Ich meine, ich besiege jetzt keins mit One-Hit. Das ist schon bewusst. Ist mir schon bewusst, aber ich habe halt so die Chance, dass er zum Beispiel jetzt Lunastein platt machen könnte, was er anscheinend aber glaube ich nicht gemacht hat.
Ja, und wir besiegen auf jeden Fall eins von beiden in diesem Zug. Und Lipomantas boostet seine Verteidigungswerte. Schützt er jetzt beide oder nur sich selber? Okay, schützen muss ich selber. Da hatten wir einmal ein Galagladi und ein Guadua. Jetzt schauen wir mal, wie effektiv unser Ladenstoß ist. Weil ich meine, er trifft immer zwei, wenn er nicht allzu schlecht ist. Aber lohnt sich dann auf keinen Fall. Das war den, obwohl es lohnt sich immer noch. War zwar ein Volltreffer, aber das schadet ja nicht. Jetzt haben wir uns natürlich selber paralysiert, was suboptimal ist. Jetzt machen wir. Ah ja, schützen Sie sich einmal. Ich hätte gedacht, wir könnten jetzt zumindest einen Guadua besiegen mit unserem Ladungsstoß. Aber ich gehe davon aus, dass dass unser Lipu-Mentas jetzt mal endlich einen besiegen könnte. Das hat überlebt. Sollte aber nächste Runde besiegt sein. Da kann kommen, was will, außer ein Volltreffer. Oh, ist noch nicht mal ein Volltreffer. Macht einfach so ziemlich viel Schaden. So, 57. Wen holen wir? Da holen wir den guten Mandibo rein. Jetzt haben wir natürlich nichts, was alle trifft. Da machen wir einfach Ayoras auf den Galagladi. Obwohl Kotschera viel effektiver gewesen wäre. Ich gehe mal jetzt davon aus, dass es einfach reicht. Obwohl Aeroass ist genauso effektiv anscheinend. Oder sogar effektiver. Und dann mal Wendigo auf 58. So. Dann gehen wir mal weiter. Eine Eisenkugel bauen wir nicht, ist aber immer nett, alles zu besitzen, auch wenn es unseren Schutz extremst aufbraucht. Da jetzt sind wir ja hergekommen, dann bleibt uns ja wohl nur noch die Wahl, hier lang zu gehen. Ah, ich wollte ja Chris nach hinten setzen. Ich meine, wir müssen eh alle Pokémon später offscreen trainieren. Und es ist jetzt ganz gut, Chris vorne zu haben, wenn da ein Staravia ist. Ein Ladungsstoß auf alle einmal.
So, der wäre besiegt. Wäre er nicht, das wollte ich gar nicht auch sagen. Was macht Pilzschbau wieder? Das schläfert ein, gell? Egal, das denke ich, können wir aussitzen. Oder mal schmeißen gerade einen Trank rein. Ist auch egal. Status Heilmittel. Und zwar ein Heilpuder. Top-Genesung. Aufwecker, da haben wir's. Was macht Gewissheit wieder? Scheint aber auf jeden Fall sehr stark zu sein. Unkapil sollte besiegt sein, auf jeden Fall. So, die zwei werden auf jeden Fall ziemlich hart von Chris auseinandergenommen. Deswegen machen wir auch direkt Ladungsstoß, wie immer. Gewissheit zieht unserem Lepumantas gut ab, aber da es kein Volltreffer ist, macht das nicht viel aus. Ränke Schmied, okay. Und ein Noctu lässt sich genauso gut von einem Donner-Attacke, einer Blitzattacke, einer Elektro-Attacke, wohl eher, sehr leicht besiegen. Obwohl ich das immer ziemlich cool fand, weil es ein Flug- und Psycho-Pokémon, glaube ich, ist. Und kein Level 60 für Chris, okay. Ist auch nicht so schlimm. So, dann schieben wir noch den Stein da oben und holen noch das Item. Lass mich rein, ich muss die Möglichkeit nach unten schieben. Ja, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das machen muss. Und der Schutz wirkt nicht mehr. Ist jetzt natürlich ein Heidenspaß, mal kämpfen zu müssen. Okay, anscheinend war der Stein einfach nur zur Ablenkung da. Was weiß ich. Soll ich aber das Item noch einmal einsammeln? Und ein Calcium für uns. Wir gehen jetzt einfach mal noch ein bisschen weiter. Ich meine, Kraxler können wir eigentlich nicht einsetzen. Aber guck mal, hier noch Izarus und ein Mikargo. Das sind eigentlich zwei ziemlich coole Pokémon. Also Mikargo ist jetzt nicht so eins meiner Favoriten, aber ein Izarus, das ist schon was ziemlich cooles. Ich möchte jetzt eigentlich nur noch kurz wohin gehen, dass er vielleicht irgendwie erkennt, wo wir noch nicht waren, wo wir waren. Aber das wird nichts mehr. Ich flüchte jetzt noch einmal von denen. So, dann speichern wir hier. Und ich verabschiede mich von euch dann für diese Folge. Diese Folge kommt erst am Freitag, also heute. Ich meine, brauche ich euch jetzt auch gar nicht so erklären. Ja, ich erkläre es euch auch gar nicht, weil hat ja eh keinen Sinn. Und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.